Wir sehen hier das alte Amtsgericht von Brand-Erbesdorf auf der Albertstraße. Heute ist an gleicher Stelle die AOK-Geschäftsstelle und ein Seniorenwohnheim untergebracht. Diese Aufnahme ist von 1914 und zeigt die alte Brander Schule von 1546. Zu DDR-Zeiten diente das Gebäude als erweiterte Oberschule von Brand-Erbesdorf. Heute wird das Haus als Verwaltungsgebäude der Stadt genutzt. Bis in die 1970er Jahre konnte man hier seine Wäsche mangeln. Später wurde dieses Gebäude abgerissen. Ein Foto von 1910 zeigt das Bahnhofsgebäude. Auch Brand-Erbesdorf befand sich damals im industriellen Aufwind. Die Bahnstrecken nach Freiberg, Großhartmannsdorf und Langenau wurden stillgelegt. 2014 ist der Lokschuppen abgebrannt. Ein Blick auf dieses Foto zeigt das ehrwürdige, sagenumwobene Gasthaus zum Kronprinzen. Dieses Erbgericht kaufte 1823 Lieberecht Ufer für 9000 Taler. Zu DDR-Zeiten war der Brander Hof als beliebtes Konzert- und Tanzgebäude weit hinaus über die Stadtgrenzen von Brand-Erbesdorf bekannt und beliebt. Damals auch liebevoll Hof genannt. Mitte der 90er Jahre wurde das Gasthaus Brander Hof umfassend renoviert und zum Hotel umgebaut. 1821 wurde eines der Wahrzeichen von Brand-Erbesdorf, das Buttermilchtor, erbaut. Dieses Bauwerk gehört zu den Kunstgraben-Aquädukten der Stadt Brand-Erbesdorf. Das Buttermilchtor hat sich im Laufe der Zeit kaum verändert. Am Ortsausgang von Brand-Erbesdorf in Richtung St. Michaelis ist dieses alte Wirtshaus zur Schmiede zu entdecken. Dieses Gasthaus zeigte den Besitzer Kempe auf diesem Bild an. Heute wird das Haus von Familie Wagner seit Familiengenerationen immer noch als Wirtshaus betrieben. Das hier zu entdeckende Huthaus Himmelsfürst wurde 1858 erbaut. Die gleichnamige Fundgrube gehört zu den reichsten der Region. Der Glockenturm wurde Mitte der 90er Jahre instand gesetzt. Das Huthaus ist heute noch Zeuge alter Bergbautraditionen in der Region. Ein beliebtes Ausflugsziel ist und bleibt der zwischen Brand-Erbesdorf und Großhartmannsdorf gelegene Gasthof Mönchenfrei, dessen Ursprung auf einen alten Freihof der Mönche zurückzuführen ist. Diese Aufnahme stammt von 1910. Heute wird das Gebäude im Besitz der Familie Klemm als Gasthaus und Hotel betrieben. Die 1873 errichtete Lutherschule in Langenau zeigt das nächste Bild. Nachdem in Langenau die Zentralschule eingeweiht wurde, war in diesem Haus bis 2002 die Gemeindeverwaltung untergebracht. 1930 wurde in Langenau die neue Zentralschule eingeweiht, heute schaut sie so aus. Bedeutendster Industriebetrieb in Langenau war das Hammerwerk Ferdinand Weinhold. Seit 1764 existierte in Langenau ein Eisenhammer, den Weinhold 1850 übernahm. Während des Zweiten Weltkrieges produzierte diese Schmiedestätte für die Rüstungsindustrie. Zu DDR-Zeiten, nach Enteignung, war der Betrieb Teil des PSW Brand-Erbesdorf. Erst in jüngster Zeit wurde das Gebäude liebevoll restauriert und ist fast im Originalzustand erhalten geblieben. Diese alte Postkarte zeigt um 1910 die obere Dorfstraße in Brand-Erbesdorf. Der abgebildete Dorfteich hat sich im Laufe der Jahrzehnte ständig verändert. Die Fachwerkhäuser im Hintergrund wurden abgerissen. Nach der Wende wurde das Restaurant im hinteren Teil errichtet, welches aber heute nicht mehr als solches genutzt wird. Gegenüber der Quelle Freudenstein im Erbesdorfer Wald stand dieses gleichnamige Bergmannshaus und war, wie auch das Schindelhaus, noch Zeuge eines alten erzgebirgischen Baustils. Heute ist gegenüber der Quelle eine Schutzhütte errichtet worden. Beide Häuser im Erzenglerwald wurden nach dem Krieg abgerissen. Auf dieser alten Postkarte ist das Ausflugslokal Zugspitze zu sehen. Damals wie heute dient es der Gastronomie auf Brand-Erbesdorfs höchstgelegenem Punkt. Von 1888 bis 1941 besaß Brand-Erbesdorf eine eigene Zeitung. Inhaber und Herausgeber war Egon Bloch. Daneben war das Modehaus Kölner untergebracht. Im Haus der ehemaligen Buchdruckerei Bloch ist heute ein moderner Friseursalon. Übrigens konnten auch in den 60er Jahren die Brand-Erbesdorfer wieder eine eigene Stadtzeitung als Informationsquelle nutzen, die BZ. Die heutige Goethestraße hieß vor mehr als 100 Jahren Carola-Straße und sah so aus. Rechts stand ein altes Huthaus einer unbekannten Grube, links im Vordergrund ein altes Bergmannshaus mit Pferdekutsche. Heute befindet sich an gleicher Stelle ein modernes Mehrfamilienhaus mit Planungsbüro. Die hinteren Häuser sind auch heute noch gut zu erkennen. Das Foto zeigt die ehemalige Eisenwarenhandlung Trübenbach. Heute würde man dieses Geschäft Heimwerkerladen nennen.
Aktuell befindet sich an gleicher Stelle die Sparkasse Mittelsachsen. Das alte Foto zeigt den Erbgerichtshof in Linda. Das Bild entstand 1920 und ist auch heute noch am sehr gut erhaltenen Baudenkmal zu erkennen. Die alte Kapelle von Linda mit angegliederter Schule sah so etwa im Jahre 1835 aus. Das Kapellenteil sieht heute fast genau noch so aus. Die Schule wurde 1892 neu erbaut. Das Schulteil wird heute als Wohnung genutzt. Die Kapelle blieb dem Ortsteil bis heute als solche erhalten.